Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 15. So, im letzten Part haben wir Nebelauge zerstört. Und wir werden jetzt die Quest hier erstmal abliefern, weil das ist genau hier. Bei der Chocobo Ranch. Wir spielen übrigens ein New Game Plus. Daher auch die hohe HP-Anzahl, die ich hier habe. Naja, da komme ich nicht rein. Muss durch die Tür. Ach, wir dürfen nicht vergessen, uns mit Heilmitteln einzudecken. Überraschend vernünftig von dir. Was soll das heißen, überraschend? Ihr habt also Nebelauge zur Strecke gebracht. Potzblitz! Im Namen meiner Chocobos möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken. Wirklich, tausend Dank. Können wir jetzt reiten? Aber klar doch. Für euch stehen ab jetzt immer Chocobos bereit. Okay. Sehr gut. Dank euch Jungs ist die Gegend wieder sicherer. 3020 Gil. Wonderful. Immer her mit der Kohle. Ein Glück seid ihr wohl auf. Hab mir schon Sorgen gemacht. Hurra! Komm, lass uns gleich welche mieten noch. Okay, da können wir welche mieten. Eigentlich brauchen wir das jetzt aber nicht. Wir haben ja die Karre, ne? Was steht denn hier noch rum? Die berüchtigte Bestie Nebelauge, verantwortlich für Angriffe auf Siedlungen in Duskar, ist erlegt worden. Der Behemoth hatte den Ruf, selbst für seine Art extrem wild und gewalttätig zu sein. Es wurden in der Vergangenheit bereits mehrmals groß angelegte Jagden. Okay, also die sagen alle Duskar zu dieser Gegend. Na gut. Wenn die das so sagen, wird es wohl so sein. Duskar. Duskar. Merken wir uns einfach das Auto. Duskar. Und schon können wir es richtig aussprechen. Kleine Baby-Chocobos. Okay, ist hier noch irgendwas? Da ist noch irgendeine Nebenquest. Was geht, Kumpel? Die Kautesplatte steht ja echt in Flammen. Kann man die überhaupt betreten? Du bist so leise. Wollen wir nicht zur Kautesplatte fahren? Sie ist ganz nah. Ja, warum nicht? Großartig. Ich wollte den Meteor schon immer mal sehen. Ja, warum nicht? Wenn du das willst, kein Problem. Ich mach alles, was du sagst, Kumpel. So, wo ist unsere Karre? Da vorne. Unser wunderschönes gelbes Gefährt. So, ich guck mal ganz kurz nochmal auf die Aufgaben. Okay, wir können eigentlich, glaube ich... Ich habe eigentlich ziemlich alles gemacht. Das hier noch, ne? Pilgerfahrt. Stufe 16. Na dann, los geht's. Neuer Tag, neues Glück. Ja! Auf geht's. Sag doch mal, hast du vielleicht Sonderwünsche für Fotos? Eigentlich nicht. Ja gut, ich bin ja eigentlich hier der Held. Also von mir. Knipst doch mich. Wird gemacht, okay. Du bist der Boss. Hey, das war ein Scherz. Thank you.
Schade, dass zum Beispiel die Rückspiegel, dass das nicht spiegelt, ne? Ist echt schade. Ich werde ja ganz nass. Mach zu! Sehen. Das Imperium. Was machen die hier? Eine Straßensperre. Warum steigen wir bei so einem Wetter aus und... Haben sie uns etwa aufgespürt? Das war wohl eine Falle. Dammit! Also dann... Was sollen wir tun? Sie fährt auf. Yes.
Vielleicht haben sie Verstärkung angefordert. Ziehen wir uns zurück. Fahren wir jetzt weiter nach Lestalum? Nein, noch nicht. Ich möchte erst noch die Gegend erkunden. Was? Na gut, ja. Fürs Erste ist Iris ja sicher. Sehen wir, was die Gegend zu bieten hat. So sieht's aus. Wir müssen noch ein paar Sachen hier abliefern. So. Was nehmen wir da? Erstmal nicht die Bohne, würde ich sagen. Und wir benutzen natürlich die Schnellreise jetzt. Ich denke, wir brauchen jetzt nicht jeden Weg, den wir schon mal hatten, abfahren. Also wenn wir eine Schnellreisemöglichkeit haben, dann machen wir das auch. So schlimm ist jetzt die Ladezeit auch nicht, also kann man gut überbrücken. Mit ein bisschen Smalltalk, würde ich sagen. So, Ignis, fällt beim Sammeln ein Rezept ein. Ich weiß gar nicht, ob ich alle Rezepte schon habe, da muss ich mal schauen. Also mir fehlt bestimmt noch ein paar. Vielleicht eins, zwei oder so. Gehen wir ins Restaurant. Ja, okay. Ich muss mal schauen, ob man das hier irgendwo nachschauen kann. Sind wir jetzt in Hammerhead? Ja, wir sind in Hammerhead. Sehr gut. Das ist schon mal nice. Galerie, Magie. Gerichte. Ah ja. Okay, da fehlt mir eins. Ah, sind doch ein bisschen mehr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21. Okay, ich glaube, ich muss nicht weiter zählen. Uns fehlen noch Gerichte. Na gut. Ich habe gedacht, es sind nicht mehr so viele, aber auch gut. Der Bohnennotstand ist endlich Geschichte. Schön für dich. Sie sind wirklich nahrhaft. Willst du nicht vielleicht doch mal? Ist nicht so, dass ich sie gar nicht essen kann. Ich verrate dir einen Trick. Stell dir einfach vor, du würdest nicht Bohnen, sondern Fleisch essen. Ja, alles klar. Das werde ich mal versuchen. Gut, dann nimm das mal mit. Schmeckt dir bestimmt. Und schöne Grüße an euren freundlichen Koch. Okay, also ich liebe Bohnen. Ich liebe jede Hülsenfrucht. Nom 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 nom. Jedes Böhnchen ein Tönchen. So, gibt's hier noch was? Aufgabe. Oh, du bist's. Hi. Na klar, kommt ihr zufällig sonst auch mal nach Lestalum? Ja, kann schon sein. Falls ja, könntet ihr mir dann was mitbringen? Klar doch. Vielen Dank. Und was? Zutaten besorgen. Die Zutat besorgen. Welche denn? Bis Lestalum ist nicht gerade ein Katzensprung. Okay, anscheinend haben wir den nicht. Gut. Dann gehen wir mal zu Sydney. Entwickelt sich zu einem Sklaventreiber. Hammerhead und er haben uns viel geholfen. Wir sollten uns revanchieren. Das stimmt. Wie geht's? Wenn's um den Regalia geht, fragt bitte Sydney. Ach, Hoheit, letzte Nacht im Traum hatte ich die zündende Idee für den Regalia. Wie sieht's aus? Darf ich sie verwirklichen? Nee. Bis bald, Jungs. Okay, kann ich hier nichts abgeben? Ich habe gedacht, ich kann hier... Habe ich nicht eine Aufgabe von ihr? Kühnheit auf Rädern. Madam? Überraschung! Wir haben neue Teile reinbekommen. Bis bald, Jungs. Habe ich das noch nicht gemacht? Ach, die Quest habe ich noch nicht gemacht. Scheiße. Mist. Ach, weil das so eine hohe Stufe war, habe ich es nicht gemacht. Ja, okay. Okay, ich verstehe. Grüne Bohne. Da müssen wir nach Lestalum. Hier auch. Alles nach hier.
Da könnten wir noch hin. Da müssen wir noch hin. Okay, dann gehen wir erstmal dahin. Was sagt der Wetterbericht? Wolkenlos und steigende Temperaturen. Schön. Seht mal, das ist ja ein komischer Berg. Den würde ich gern fotografieren. Darf ich? Ach, was du alles fotografieren willst. Klar, keine Zurückhaltung. Oh, klasse! Lasst uns noch etwas näher ran. Also los, Bewegung. Könnte mal eine Wäsche vertragen. Lasst uns hier ein Foto machen. Eine gute Wahl. Also los geht's. Fotozeit! Das Foto solltest du unbedingt aufheben. Lasst nichts liegen. Okay. So, los geht's. Dann zu regnen. Ach, schon wieder? Kann man nicht mal die Aussicht genießen, weil es ständig regnet. Schon wieder latschen. Lord Pinselot. Shut up. So. Hm? Hier.
Neue Formation. Los, zur Stelle! Okay! Auf welcher Seite stehst du? War keine Absicht. Stimmt ja, du hast Insekten. Ich? Ja, ich kann sie nicht ausstehen. Ich auch nicht. Bäh. Wer mag das schon, die Krabbelfiecher? Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich hier hysterisch rumschreie, aber ich finde sie ja auch schon ein bisschen bäh. Vor allem mit ihren vielen Beinchen und Fühlern und... Blablabla. Nee, muss nicht sein. So, ich wollte mal kurz hier Prompto anschauen. Hat er 96% und wie sieht's mit Ignis aus? Ich muss das viel öfter benutzen. Ungeschliffen sind die Dinger leider nichts wert. Bloß Mineralien. Ja, wo sind sie denn? Bin jetzt schon dran vorbeigelatscht? Sieh mal an, jetzt wird's interessant. Wo? Konzentration. Ich führe dieses Mal. Brauchen wir keine Strategie oder sowas? Wir haben eine. Wir vernichten den Feind. Okay. Diesmal gebe ich die Befehle. Aber mach's kurz. Und auch für mich vergessen. Greift an. Gib euch keine Blöße. Ja, perfekt. Boah, der Zauber hat so eine Kraft, ne? Das ist echt super. Hab einen. Hier, oder? Hä? Das ist ein Rohstein? Sieht ja aus wie ein normaler Stein. Okay, weiter geht's. Jetzt ist es auch wieder dunkel. Man sieht nichts. Sehr gut. Dann mal auf zum nächsten Stein. Ja, wie viel sind es denn überhaupt? Sieh mal an. Jetzt wird's interessant. Ich sehe nichts. Es ist zu dunkel. Nochmal davon gekommen. Hier. Ah, da ist er ja. Wir sind komplett. Zurück zum Kai. Zurück zum Auto. Das K. Sag ich dann nur. Wir müssen zu das K. Ich sehe hier keinen Gegner. Nord, rechts! Okay. Okay, dann gehen wir links. Okay, gibt's hier irgendwas zum Pennen? Hier unten ist was zum Pennen. Na gut. Muss ich wohl manuell hinfahren dann. Jetzt ist es nämlich zu dunkel. Nacht. Nachts ist es zu gefährlich. Lass uns irgendwo übernachten. Ja. Ich stimme dir zu. Okay, ab in die Stadt.
Ruhen wir uns anständig aus. Ach, der geht von alleine. Ach so, okay. Na, ja, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte zu diesem Refugium fahren, aber naja, gut. Wenn es von allein in die Stadt geht, dann machen wir das halt. Schnell zu den Chocobos! Schön ruhig hier. Oh, willkommen. Du bist doch der Freund dieses quirligen Fotografen, oder? Fotograf? Mhm. Ja, wieso? Ich würde gern Fotos in Auftrag geben. Von was? Von wilden Chocobos. Die sind eigentlich heimisch hier, aber in letzter Zeit sieht man keine und das macht mir Sorgen. Verstehe. Geht klar. Vielen Dank. Ich kann leider nicht selbst auf die Suche gehen. Schließlich muss ich meine Tiere versorgen. Hoffentlich habt ihr Erfolg. Ich gebe mein Bestes, aber erst pennen wir eine Runde hier. Ist das nicht eher Futter für Chocobos? Hallo! Ach so, hier kann man nur einkaufen. Luxusschinken. Nimm ich mal 3 mit. Vielen Dank auch. Warum nicht? Wir haben genug Geld. Noch irgendwas, was mir fehlt? Gelbe Kaktorfigur. Okay. Mach's gut und schau mal wieder vorbei. Ja, bitte. Pronto, da musst du hin. Jetzt hör mal, das ist für Chocobos. Habe ich das schon gelesen? Und so trug es sich zu, dass der Schwertgott von Tenebre niederstieg, wo er eine Frau erwählte, um ihr die Kraft gab, die Stimme des Planeten zu hören. Ihre Weisheit und ihre heilenden Kräfte setzte sie fortan ein, um Nöte zu lindern und das als Kanagi zwischen den Göttern und den Menschen zu vermitteln. Ich glaube, das haben wir schon gelesen. Okay, ich brauche eine Schlafstelle. Dann gehen wir halt doch hier hin. Ich habe gedacht, vielleicht in einem Hotel hier. Was hast du denn mit dem Besitzer der Ranch beredet? Er hätte gerne Fotos von wilden Chocobos. Oh, großartig. Genau mein Metier. Das nenne ich Arbeitseifer. Wilde Chocobos? Die sind bestimmt ziemlich scheu. Bestimmt. Ab ins Bett. Erstmal pennen. Wow. Ziemlich cool. Naja, also ich finde die Bilder nicht so dolle. Der guckt ein bisschen angepisst. Nee, mir gefällt hier nichts. Nee. Okay, jetzt ist es wieder hell. So, jetzt gucken wir nochmal schnell in die Aufgaben rein. Das ist alles in Lestalum. Das sind alles Jagdaufträge. Also ich würde jetzt mal sagen, wir liefern mal diese Frosch-Quest ab. Dann haben wir das nämlich auch abgehakt, beziehungsweise die will, glaube ich, noch mehr Frösche, dass wir mehr Frösche sammeln. Aber zumindest den Auftrag haben wir abgehakt.
will was essen. Also ich hätte schon Hunger. Aber ich habe auch sehr oft immer Hunger. Was ist denn jetzt los? Warum kommt jetzt noch ein Speicher? Ignis, lass uns einkaufen. Gute Idee. Wir sollten unsere Vorräte auffüllen. Ich liefere jetzt hier bei Sonja erstmal die Quest ab. Du hast die Rotfrösche! Vielen Dank! Die helfen mir bei meinen Studien. Studien? Längere Nächte, die vielen Erdbeben, irgendwas stimmt mit dieser Welt nicht mehr. Und ich will den Grund dafür herausfinden. Ihr etwa nicht? Und wozu die Frösche? Naja, weil es Rotfrösche erst seit kurzem gibt. Vielleicht hängt das mit dem Rest zusammen. Wer weiß, dann könnten die kleinen Glitscher der Schlüssel sein, der das Rätselraten beendet. Ach so. Neugierig geworden? Willst du mir wieder helfen? Also war das eigentlich nicht. Gut, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Und hier ist die Belohnung für die Rotfrösche. Ich hoffe, es wird euch helfen. Okay, ich glaube, wir treffen sie an einem anderen Ort wieder. Wenn mich nicht alles täuscht. Sorry, bin beschäftigt. Keine Zeit. Ja. Okay. Das macht nichts. War das etwa Dr. Sanja Jäger? Na, das hat aber lang gedauert. Sanja Jäger? Dr. Jäger ist eine äußerst berühmte Biologin. Ihre Bücher und Abhandlungen werden auf der ganzen Welt gelesen. Was? Diese Frau? Das ist nicht dein Ernst, oder? Ja, es gibt halt auch verrückte Professoren. So. Automatisch fahren. Aufgabenziel. Das geben wir als nächstes ab. Hier, bei Dino. Zack. Auf nach Galdenkai. Geben wir ab. Ich muss mal schauen, ob es für diese Gerichte irgendwie eine Liste gibt, die man abhaken kann. Dann könnten wir uns vielleicht darauf spezialisieren, die, was uns noch fehlen, zu suchen. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Noct, wir sollten unbedingt Medikamente kaufen. Okay. Aber erst sollten wir unbedingt zu Dino gehen. Vielleicht müssen wir hier auch mal was essen. Herzlich willkommen bei uns. Moin. Wie wäre es mit etwas frischem Fisch? Okay, hatte ich das noch nicht gemacht. Offensichtlich nicht. Sowas treibt sich hier rum. Wünsche gutes Gelingen. Danke. Ich nehme es einfach mal an. Sieht recht gefährlich aus, nicht wahr? Ja, geht so. Also dann, viel Glück. Passen Sie gut auf sich auf. Ach, ich wollte ja eigentlich noch was essen. Willkommen zurück. Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Okay, was haben wir denn da? 3200? Soll ich vielleicht mal alles essen? 4500, na komm, ich esse mal die ekligen Austern. Einen kleinen Augenblick bitte. Das sieht schmackhaft aus. Mhm, willst du nicht ein Rezept dir merken, Herr Ignis?
Okay. Wählen Sie aus diesen Gerichten. Ich mache mich sofort ans Werk. Ja, geben wir jetzt halt ein bisschen Geld aus. Das sieht nicht so schmackhaft aus. Auf was okay, haben Sie den Appetit? Eigentlich Geldverschwendung, was ich hier mache, aber ich weiß nicht, ob er vielleicht da noch ein... Essen fassen! Was ist eine Paella? Risotto. Mhm. Okay. Ja, bis auf die Krabben würde ich davon eigentlich nichts essen. Aber ich würde zumindest mal versuchen. Es sieht ganz okay aus. Wählen Sie aus diesen Gerichten. Einen kleinen Augenblick, bitte. Das sieht schmackhaft aus. Okay, aber lernen tust du nichts davon. Shit. Na gut. Nach der Jagd gibt's ein Festmahl. Ja. Erst nach der Jagd? Ich will vor der Jagd ein Festmahl. Oh, danke. Das ging ja schnell. Sind die sicher? Zu Prinzen vielleicht höflicher? Nee, leider nicht. Ah, schade. Na dann, die Belohnung. Ich hab noch mal eine Schippe draufgelegt. Erzähl demnächst mal, wie du's fandest. Bin pappsatt. Nanu? Ihr kommt ja wie gerufen. Mir schwant nichts Gutes. Dann weißt du also sicher schon, was ich jetzt sagen will. Geht's um Rohedelsteine? Genau. Wir zwei werden noch richtig dicke Kumpel. Auf diesen Steinsucher können sie bauen. Bin ich voll. So. Na, nicht Ausrüstung. Hier wollte ich. Wo haben wir es denn? Stufe 20. Nee, mache ich jetzt nicht. Dann gehen wir erst nach Listalum. Und ich sagen, ich gucke noch mal ganz kurz auf Prompto. Na, immer noch 96%. Eine echte Freundschaft fürs Leben, was? Er behandelt dich wie seinesgleichen. So spricht man doch nicht mit einem Prinzen. Das musst du gerade sagen. Zum Ernst des Lebens zurück. Ach, da hinten sind gleich die Jagdaufträge. Naja, nee, ich habe jetzt keinen Bock zu jagen. Ich will hier ein bisschen weiterkommen. Vielleicht sollten wir ein paar Zutaten zum Kochen kaufen. Gute Idee. Ich würde gerne einsteigen. Dann wird Ignis sich freuen. Okay. Können wir doch. Zack. Ich denke, dass wir am Parkplatz rauskommen. Hoffe ich doch. In Listalum. So, dann geben wir jetzt erstmal die Fotos ab. Bei unserem Jugo. Okay, es dauert ein bisschen länger als mit dem Laden. Wahrscheinlich, weil es eine größere Stadt ist. Ich gedacht, es geht schneller. Na gut. Ding, 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 ding. Come on, Ladebildschirm. Oh,
Uiuiui. Gott sei Dank. Mann, ist das wieder heiß hier. Und zieh halt das Hemd aus. Ich bin doch nicht du. Genierst dich wohl, was? Weil du so ein Hänfling bist. Quatsch! Ich will nur nicht mit meinen Muskeln angeben. Ah ja. Deine Frau wurde befördert? Glückwunsch, Mann. Ja, aber ich... Da bist du ja wieder! Hast du ein paar tolle Fotos? Reichen die hier? Okay, was müssen wir machen? Oh, toll! Wirklich gut gelungen! Mit so einer Qualität kann ich meine Abonnenten sicher begeistern. Abonnenten? Ja, weißt du, ich bin nämlich im Zeitungsgeschäft. Bei Meteor Media. Nie gehört? Nein. Sorry. Na dann schnell zum nächsten Kiosk. Hier, das ist euer Honorar. Meldet euch, wenn ihr wieder mal etwas Geld braucht, dann stelle ich euch wieder ein. Ich heiße Viv. Auf gute Zusammenarbeit. Ah, hallo! Habt ihr gerade Zeit? Ich hätte nämlich einen weiteren Auftrag für euch. Brauchst du wieder Fotos? Oh, du kommst gleich zum Punkt. Ich brauche Fotos von der Mikage-Insel. Kennst du doch, oder? Die seltsame Insel, die man vom Galdinkai aus sieht. Ja, kenne ich. Gut. Die Insel ist berühmt aus den Legenden. Ich überlasse euch, von wo aus ihr die Fotos macht. Hauptsache, die Insel ist gut drauf. Macht mir ein paar Fotos, okay? Okay, da könnte ich ein paar Fotos haben. Einer unserer Reporter, Dino, ist da. Aber der Typ versteht nichts vom Fotografieren. Okay. Nee, wir müssen es sowieso machen. Es bringt nichts, wenn wir schon Bilder haben, so wie es aussieht. Werden meine Fotos veröffentlicht? Das kann ich mir eigentlich eher nicht vorstellen. Warum hat er uns wohl damit beauftragt? Weil wir Deppen alles annehmen. Er kann hier nicht drüber springen, wirklich. Wirklich jetzt? Aber ich gehe erst zu dem Waffenhändler. Der war da hinten. Hoffe, es ist was für dich dabei. Man sieht sich. Toga ist ein prächtiger Berg. Irgendwann will ich mal bis zum Gipfel. Das wolltest du haben, oder? Ganz genau. Du hast also echt dran gedacht. Gut, das kann ich mit Sicherheit verbauen. Besten Dank. Komm sicher mal wieder auf dich zurück. Hey, hier wird mir mal wieder eine Aufgabe gezeigt. Ah, du bist's. Hi. Ich bräuchte mal wieder was. Aber nur, wenn du Zeit hast. Spindelhörner erlegen. Deine Frau wurde okay. Befördert? Glückwunsch, Mann. Nimmt er nicht. So, waren denn noch Aufgaben am Marketplace, ne? Was gibt's denn hier zu essen? Herzlich willkommen. Hallo. Lust auf einen Happen zu essen? Was Infos, wollt ihr bitte? Denn hören? Irgendwas, egal. Wärt ihr so gütig? Oh, ihr wollt uns also helfen. Viel Glück bei der Jagd. Okay.
Das ist überaus freundlich. Ich gebe mir die größte Mühe beim Kochen. Suppe mit Brot. Geflügelreis. Seid vorsichtig. Hab langsam Hunger. Sollen wir... Mockt! Sieh mal! Was denn? Ist das wieder heiß heute? In Eid wär's bestimmt erträglicher. Diese Stadt hat Feuer im Blut. Stadt mit Feuer im Blut? Heiß ist es zweifellos. Diese Stadt ist zu heiß für dich? Okay. Was eine Hitze. Na gut. Vergeht einem direkt die Lust. Das sind aber eine Menge Stände. Und voll mit Sachen, die ich noch nie gesehen habe. Was für ein Duft. Hier lassen sich bestimmt alle... Da seid ihr ja endlich. Der faule Jäger hat sich in der Zwischenzeit gemeldet. Dank euch werden wir eine ordentliche Stange Geld verdienen. Beste Waren zu besten Preisen bei Wienen. Ja. Die Auslagen sind gefüllt, also seht euch ruhig um und kauft schön was. Okay. Nehmt meinem Enkel die Späße nicht krumm. Ist das deine Lieferung? Ja, das ist sie in der Tat. Vielen Dank. Gerade noch rechtzeitig. Sah mich den Laden schon dicht machen. Okay, haben wir hier noch was zum Abliefern? Nö, sieht nicht so aus, oder? Das kann ich höchstens annehmen. Gibt es Zutaten, die sonst nirgendwo zu erhalten sind? Das könnte ich mir vielleicht noch machen. Ach, die grüne Bohne. Na gut, machen wir erstmal das. Die grüne Bohne. Du warst wirklich nicht so als Kind, Ignis? Daran würde ich mich erinnern. Wie warst du überhaupt so früher? Hallo auch. Nanu? Etwa ausverkauft? Bist du mit dem Sortiment unzufrieden? Tut mir leid, aber bis zur nächsten Lieferung dauert's wohl noch. Meinem Lieferanten ist die Fracht nämlich vom Wagen gefallen. Und das an einer ziemlich gefährlichen Stelle. Keine Ahnung, ob wir es überhaupt bergen können. Ach so. Wenn du Lust hast, kannst du natürlich versuchen, das Zeug selbst zu sichern. So, so. Na, bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Okay, ich wollte aber eigentlich die Bohnen abliefern. Wo ist denn hier jetzt noch eine Quest? Dem kleinen Stinker hier wieder. Oh, Jungchen! Ja, oh. Ich warte schon wieder auf eine Lieferung. Du kennst den Drill. Transporter finden, Waren bergen. Steht ja echt in Flammen. Kann man die überhaupt betreten? Oh, vielen, vielen Dank. Schön knackig frisch. So muss es sein. Was ist, Junge? Willst du mal probieren? Hab grad keinen Hunger. Nur keine falsche Bescheidenheit. Euch verdanke ich, dass meine Auslagen wieder voll sind. Komm, am besten siehst du dich direkt mal um. Das Gemüse sah wirklich gut aus. Ja,
ist bestimmt sehr lecker. Ja. Warum probierst du es nicht mal? Ja, wenn ich Appetit krieg. Den Tag streiche ich im Kalender an. Alles frisch von den Vorlochhöfen. Sieh dich in Ruhe um, Junge. Okay, hier kann man viel kaufen, aber es ist auch viel teuer. Bis zum nächsten Mal. Okay, hier war aber noch eine Aufgabe, ne? Na? Wie läuft das Jagdgeschäft? Wir könnten mal wieder etwas Hilfe gebrauchen. Du weißt ja, wo du dich melden kannst. Okay? Okay. Es zwiebelt gewaltig. Eine Riesenzwiebel ernten. Na gut, dann würde ich sagen, ich mache hier jetzt mal endlich einen Cut und dann sehen wir im nächsten Part von Final Fantasy 15, wie es hier in Lestalum weitergeht. Also bis dahin. Bye-bye.